am Hauptbahnhof der 12-Millionen-Metropole, vor über 70 Jahren schon von Deutschen erbaut, da beginnt unsere Reise. Zugfahren gilt in Teheran als sicher und schick. Islamische Sittenwächter haben wir keine entdeckt. Revolutionsführer Khomeini wacht einsam, wie in allen öffentlichen Gebäuden überall im ganzen Land. 17 Jahre nach seinem Tod hat die Islamische Republik Iran immer noch beachtliche Stabilität. Die Leute sind voll damit beschäftigt, eine Arbeit zu finden, auch wenn sie dafür weit fahren müssen. Der atomare Ehrgeiz ihres Regimes ist für die meisten Iraner kein großes Thema. Wir fahren mit dem Schnellzug zuerst von Teheran Richtung Süden. Es gibt einen Speisewagen, wer etwas essen will, der muss allerdings auf Mitgebrachtes zurückgreifen. Gleich außerhalb Teherans beginnt die Wüste, dahinter die Berge, feiner Sand dringt durch die Fenster. Die meisten Passagiere kommen aus der Provinz, haben in der Hauptstadt Verwandte oder Bekannte besucht. Fast jeder Iraner hat zu der 12-Millionen-Metropole irgendeine persönliche Verbindung. Zugfahren ist billig im Iran. Es wird von der Regierung subventioniert, sodass man für eine Strecke von 1000 Kilometern umgerechnet nicht mehr als 10 Euro bezahlen muss. Das Land wird von Gebirgen und Wüsten dominiert. Die Leute sind stolz darauf. Stolz auf das islamische Regime sind sie weniger, doch offen sagt das niemand. Erst zu Hause, hinter verschlossenen Türen, da beginnt das vollkommen andere, private Leben. Sanfte Übergänge, die gibt es nicht. Nicht in der Natur, nicht in der Politik. Verordneten die Mullahs einst den Gottesstaat pur, so fördern sie jetzt, wie die erste Station unserer Reise zeigt, altpersische Traditionen. ...600 Kilometer südlich von Teheran liegt die Wüstenstadt Maybot. Sie war beinahe verlassen und aufgegeben, bis einige Mullahs auf die Idee kamen, mit dem Aufpolieren alter, vorislamischer Hochkultur auch ein bisschen Glanz auf ihre Herrschaft ablenken zu können. Maybot mit seiner Wüstenarchitektur und seinen Windtürmen kann auf eine 3000 Jahre alte Geschichte zurückblicken. Das lang unterschätzte Erbe war früher einmal prägend für die Kultur des gesamten Orients. Das Regime in Teheran lässt sich den Wiederaufbau viel Geld kosten. Auch wenn da wieder Prachtvillen entstehen, in denen vor allem ein freier und religionskritischer Geist einstmals gepflegt worden ist. Die Mullahs und Ayatollahs versuchen hiermit, ihre Macht breiter legitimieren zu können. Für vorislamische Prachtkultur auch noch Geld auszugeben, zu Khomeinis Zeiten wäre das undenkbar gewesen. Die Scherben der Geschichte, warum soll man sie nicht nutzen? Und bei 80 Millionen Dollar Öleinnahmen pro Tag dürften genug Mittel zur weiteren Pflege der nationalen Identität vorhanden sein. Dem Chef der Restauratoren von Maybot sind die Motive der Mullahs für die plötzliche Entdeckung des nationalen Erbes gleichgültig. Er ist froh, dass er mit seiner Mannschaft endlich beginnen kann, Zeugnisse wieder freizulegen, die zum Teil noch aus der Zeit der Meder um 1000 vor Christus stammen. In der langen persischen Geschichte gab es seiner Meinung nach immer Widersprüchliches und Gemeinsames im Wechsel. Aber auch Klammern, die vorislamische und islamische Epochen zusammenhalten. Vor diesem historischen Hintergrund haben die Mullahs die richtige Entscheidung getroffen, indem sie Maybot sogar als Weltkulturerbe registrieren lassen wollen. Die alte Wüstenstadt soll kein Museum werden. Soweit es möglich ist, sollen alle Leute, die hier früher mal gewohnt haben, wieder zurückkommen. Zu Beginn der islamischen Revolution vor 27 Jahren ging Maybot die Luft aus. Die Jungen zog es zu den Massendemos der Islamisten in die Ballungsgebiete. Dort wurden Posten verteilt, wurden Revolutionswächter gebraucht. Die Alten, die jetzt langsam wieder zurückkommen, mussten sich irgendwo in den Großstädten Arbeit suchen. Heute bauen sie ihre alte Stadt wieder auf. Der 63-jährige Maurer war über 20 Jahre weg von seiner Heimatstadt.
Seit er wieder zu Hause ist, hat er viel zu tun. Er wisse noch, wie man die alten Brunnen baue, wie man die alten Gewölbe wieder in Ordnung bringe. Auf die Frage, wie er sich die neue Liebe der Mullahs zur alten persischen Geschichte seines Landes erkläre, da reagiert er geschickt. Man soll es einfach als Glücksfall nehmen. Ist nun die Beachtung und Pflege der alten Traditionen nur eine vorübergehende Geste der Führer des Gottesstaates? Etwa um möglichst viele hinter die islamischen Fahnen zu bringen, wenn das Land zum Beispiel wegen der Atompolitik international isoliert werden sollte? Der Töpfer, der seit 60 Jahren Tag für Tag in diesem Keller von Mebot arbeitet, ist schon etwas misstrauisch gegenüber den Mullahs in Teheran. Ihm sind sie mittlerweile viel zu weit weg von den Sorgen und Nöten der arbeitenden Menschen. 12 Stunden pro Tag töpfert er hier unten vor sich hin. Und wenn er sich noch so anstrengt, auf mehr als etwa 100 Euro monatlich kommt er nie. Und damit musste er 10 Kinder großziehen. Alle sind mittlerweile weg von Mebot und kein Kind will zurückkommen, weil auch die Kinder den Mullahs misstrauen. Sie haben einst die Parole ausgegeben, so viele Kinder wie möglich in die Welt zu setzen. Die Bevölkerungszahl explodierte, doch keiner von denen da oben, so denken seine Kinder, kümmert sich jetzt um Arbeit und Brot für die Jungen. Stattdessen nerven sie jetzt uns und die Welt mit der Atombombe. Soweit die Stimmung in der Familie des einsamen Töpfers. Auch wenn es nicht so aussieht, die Arbeit hier unten, die ist schwer. Früher, da war das ein anerkannter Beruf. Heute will das keiner mehr machen. Trotzdem ist er Gott dankbar dafür, dass er irgendwie über die Runden kommt. Was er jedoch überhaupt nicht versteht, ist, dass die islamische Führung sich immer stärker um Palästina anstatt um die eigenen Leute kümmert. Das Lager mit seiner Ware ist gerade ziemlich voll. Er hat Angst, dass die wirtschaftliche Lage im Land mit den drittgrößten Ölreserven der Welt noch schlechter wird. Auch für seine Keramikkunst war das alte Mebot einst berühmt. Daran wieder anzuknüpfen, das dauert länger. Und allmählich warten die Iraner immer ungeduldiger auf den weltlichen Erfolg ihrer islamischen Republik. In Mebot pflegt man auch eine alte iranische Tradition, die von den Mullahs immer anerkannt und respektiert worden ist. Es sind die Keulenschwinger. Im 13. Jahrhundert haben sie sich damit gegen die hereinbrechenden Mongolen zu verteidigen versucht, umsonst. Doch die Tradition, die blieb erhalten. In Mebot haben die Keulenschwinger eine eigene Halle für sich. Es ist ein Sport, verbunden mit religiösen Gesängen. Das Ritual ist der schiitischen Selbstgeißelung nachempfunden. Bankangestellte, Studenten oder auch Keramikarbeiter, sie treffen sich hier jeden Abend, außer am Freitag, dem muslimischen Sonntag. Keulen und Schutzschildern erinnern sie an die Schlachten der Vergangenheit, um für die Zukunft besser gewappnet zu sein.
Seit 13 Jahren ist er der Chef der Truppe. Zum einen ist das gut für die Gesundheit, zum anderen, und das ist ihm noch wichtiger, ist dieser historische Sport eine seelische Bereicherung, fast wie ein Gebet. Der Sänger ist seit seinem 14. Lebensjahr dabei. Die Gruppe ist für ihn wie eine zweite Familie. Alle unterstützen sich gegenseitig, so wie es früher Tradition unter den Gläubigen war. Mit Gleichgesinnten tanzen und beten zu können, das hat der Student gesucht und hier gefunden. Ohne Mullahs, einfach so, wie die Vorfahren es auch gemacht haben. Mit dem Zug geht es weiter Richtung Süden, weg von der alten, teilweise vorislamischen Kultur hin zu einer aufstrebenden Hafenstadt am Persischen Golf. In Bandar Abbas werden noch revolutionäre Reste konserviert. Hier hielt Irans eifernder Präsident eine seiner Anti-Israel-Reden. Es ist Freitag und der erste Mullah der Stadt kommentiert die aktuelle politische Lage. Der Inhalt ist vom obersten Religionsführer in Teheran vorgegeben. Es ist also ziemlich gewichtig, wenn Irans fanatischer Präsident Ahmadinejad hier ermahnt wird, er sei gewählt worden, um die sozialen Probleme des Landes zu lösen und nicht um gegen Israel zu Felde zu ziehen. Das Gewehr wollen die Mullahs nicht aus der Hand geben. Die iranische Klerikerkaste ist es nicht gewohnt, sich von einem fanatischen Kleinbürger im Präsidentenamt die Politik vorschreiben zu lassen. Der oberste Mullah von Bandar Abbas ist ein gepflegter, wohlhabender Mann, der sich die Früchte nach 27 Jahren Gottesstaat nicht mehr wegnehmen lassen will. Überhaupt hätten sie die Probleme des Landes schon für die kommenden 50 Jahre gelöst. Unter den Mullahs, vor allem jenen, die den Leuten gegenüber wie Provinzfürsten auftreten, wächst das Unbehagen, dass durch die überzogene Hass- und Atompolitik des Präsidenten erst das Land in Verruf gerät und dann sie selbst ins Abseits gedrängt werden könnten. Der Hafen von Bandar Abbas ist der modernste und größte Irans. Nicht nur für das eigene Land, auch für zentralasiatische Länder wie Turkmenistan oder Usbekistan ist hier der Knotenpunkt für Im- und Exporte. Iran hat dafür eine eigene Eisenbahn-Südstrecke gebaut, die seit gut 11 Jahren in Betrieb ist. Mögliche UN-Sanktionen wegen Irans Atompolitik hätten hier eine große Wirkung und könnten Bandar Abbas wieder auf das Niveau einer Fischereistadt zurückwerfen. Davor haben die Leute Angst. Die Fischer und Hafenarbeiter wissen nicht, wie ernst es ihr radikal fundamentalistischer Präsident mit seinen Atomwaffenambitionen meint. Will er damit vor allem die innenpolitische Konfrontation aufheizen, um das korrupte Mullah-Regime auszuhöhlen? Das städtische Proletariat hätte da nichts dagegen. Die gerade jedoch zu ein bisschen Wohlstand gekommenen Händler, die wollen keine Veränderungen und sie fürchten sich vor Präventivschlägen, sollte ihr Präsident Israel und den Westen weiter provozieren. Die nächste Station unserer Reise liegt nordöstlich von Bandar Abbas. Über die Straße erreichen wir eine der ältesten Handelsstätten der asiatischen Wüstenkultur. Bam hat hunderte von Jahren allen Sandstürmen und Angriffen fremder Heere getrotzt. Am 26. Dezember 2003 wurden 85% der Häuser durch ein Erdbeben zerstört. Und so sieht es heute, 2 Jahre danach, immer noch aus. 40.000 Menschen sind ums Leben gekommen, viele deswegen, weil Korruption herrscht und Bauverbote nicht beachtet worden sind. Auch das Krisenmanagement nach der Erdbebenkatastrophe ist immer noch von Misswirtschaft geprägt. Was von den finanziellen Hilfen aus aller Welt nicht in den Händen korrupter Beamter landet, wird von Unfähigen verschwendet. Nur private Initiativen wecken Hoffnung, dem Mullah-Staat will kaum einer sein Geld anvertrauen. Alle iranischen Regionen haben sich aus der BAM-Hilfe verabschiedet. 30 internationale Nichtregierungsorganisationen warten darauf, endlich Baugenehmigungen ohne Schikanen und Schmiergeld zu bekommen.
Die Entfremdung zwischen Volk und Gottesstaat, in Bam ist sie besonders weit fortgeschritten. Sie ist verzweifelt, weil ihrer Familie zwar Stahlträger zugeteilt worden sind, doch Baumaterial konnte der Gouverneur von Bam nicht auftreiben. Er schiebt die Schuld weiter. Die Regierung habe so lange gebraucht, um den Masterplan zu genehmigen. Dann hätten viele der 20.000 Familien größere Wohnungen ersetzt haben wollen, als sie vorher hatten. Und immer noch gäbe es natürlich nicht genügend Baumaterial. Teheran habe jetzt aber schnelle Hilfe versprochen, sodass er davon ausgeht, dass man mit dem Wiederaufbau der Stadt bald beginnen kann. Immerhin, den meisten Schutt habe man ja schon weggeräumt. Nach wie vor gleicht die Stadt einem Trümmerfeld. Ab und zu ein Container, der Schneider arbeitet seit einem Jahr unter diesen Umständen. Was soll er denn sonst machen, fragt er. Er glaubt, dass es in 20 Jahren hier auch noch so aussehen wird. Die ehemals größte Lehmziegelfestung der Welt, die berühmte 2000 Jahre alte Zitadelle, ist ein monströser Lehmhaufen. Mit Mitteln der Weltbank und der UNESCO sollen Teile wieder aufgebaut werden. Außerhalb von Bam gibt es 24 Containerlager, in denen 7000 Bewohner untergebracht sind. Über 2 Jahre nach dem Beben. Eine trostlose Angelegenheit, wenn man immer noch zu fünft mit 30 Quadratmetern auskommen muss. Er ist dennoch zuversichtlich. Da er vom Staat nichts erwarten kann, will er mit Selbsthilfegruppen und zur Not illegal und nicht erdbebensicher sein Haus eben wieder allein aufbauen. Mit dem Gegenzug fahren wir weiter ganz in den Nordosten. Die neue Eisenbahnverbindung bis nach Turkmenistan festigt Teherans Präsenz im einst ausschließlich von Moskau kontrollierten Zentralasien. Iran ist ein Vielvölkerstaat. Im Laufe der Geschichte kamen immer wieder neue ethnische Gruppen hinzu. Die im Nordosten Irans lebenden Turkmenen sind vor Jahrhunderten über die Seidenstraße eingewandert. Sie gelten als kulturell besonders selbstständig, haben die wenigsten Mullahs und die Frauen tragen auch andere Farben als schwarz. Und sie können Erfolge feiern. Über die Hälfte der Studentenschaft und ein Drittel des Lehrpersonals ist jetzt weiblich. Selbst hier im entlegenen Nordosten registriert man, dass in Teheran ein anderer Wind weht. Man kann verstehen, dass man wie andere Länder auch auf Atomenergie setzt. Da zieht man schon aus nationalem Stolz mit der Regierung an einem Strang. Man ist auch stolz darauf, dass es im Vergleich zu den Nachbarstaaten der Ex-Sowjetunion hier etwas demokratischer zugeht. Jedoch die wirklichen atomaren Absichten eines Präsidenten, der Israel ausradieren möchte, nein, solche eifernde kleine Khomeinis haben die bodenständigen Leute hier nicht gewählt. Im turkmenischen Norden Irans feiert man kräftig, ob bei Hochzeiten oder Geburten. Hier an der Drehscheibe der Kulturen Asiens und Europas sieht man den Islam weniger eng und intolerant. Die Zukunft der Braut am Kaspischen Meer hat nach westlichem Bild ein paar Widersprüche. Bei Wahlen hat sie volles Stimmrecht, doch vor Gericht zählt ihre Aussage nur halb so viel wie die eines Mannes. Und will sie mal auf die andere Seite des Kaspischen Meeres, so braucht sie für das Verlassen ihres Landes die schriftliche Einwilligung ihres Gatten. Gott ist mit den Geduldigen, heißt es im Koran. Unsere letzte Station ist ein Dorf in den Bergen, 2 Stunden von der Hochzeit entfernt. Die islamische Revolution, die Atompolitik oder die Unterdrückung durch den Schah, hier oben kamen die in der Hauptstadt ausgelösten politischen Erdbeben nur noch sehr abgeschwächt an. Knapp die Hälfte der 70 Millionen Iraner lebt in solchen Dörfern. Die Kartoffelernte ist längst auf die Märkte der Städte gefahren worden. Shaku ist ein altes Dorf. Der obere Teil, 2200 Meter hoch gelegen, ist in der kalten Jahreszeit fast verlassen. Nur ein paar Ältere der 3000 Einwohner halten zusammen mit ein paar Tieren die Stellung. Ohne Fernsehen, Radio oder Zeitung bekommen die Leute hier oben kaum mit, was in Teheran oder in der Welt gerade passiert. Man ist voll damit beschäftigt, das karge Leben in den Griff zu bekommen. Atomprogramm oder Drohungen des Westens, davon hat die Mutter von 5 Kindern noch nie etwas gehört.
Das klingt glaubwürdig. Im oberen Teil des Dorfes gibt es nicht einmal einen Mullah, der wie sonst üblich aktuelle Ereignisse kommentieren könnte. Sie kann, wie ihr Bruder, weder lesen noch schreiben. Analphabeten, das sind die meisten der älteren Dorfbewohner. Alles, was sie können, haben sie von ihren Eltern, die ebenfalls Analphabeten waren, gelernt. Gäbe es dieses Haus nicht mitten im Dorf, hätten auch die Jungen kaum Chancen auf Fortschritt. Hier ist Chaku seit 1,5 Jahren online mit der Welt verbunden. Zwar nach Geschlecht getrennt, bekommen alle Computerkurse. Die Idee und das Geld dazu, das hatte ein Mann aus dem Dorf, der es mittlerweile zum Informatikprofessor in Teheran gebracht hat. Wissen ist Macht und wir können es, wenn wir wollen, so die Devise. Nach 1 Monat Grundkurs steht sie jetzt vor der Einführung ins Internet. Sie kann es kaum erwarten und ist neugierig darauf zu erfahren, was Jugendliche auf der ganzen Welt so denken. Wenn man so viel kennenlernt von der Welt, dann vermutet sie, dann möchte man auch selbst hinaus in die Welt. Sie zweifelt aber, ob das möglich sein wird. Noch wird das Internethaus von der Regierung mit Wohlwollen beobachtet und sogar finanziell gefördert. Zu irgendwelchen aufmüpfigen Aktivitäten kam es auch noch nicht. Bahnt sich trotzdem eine Internetrevolution an? Der Trainer sagt uns freimütig, dass Webseiten, die der Regierung gefährlich werden könnten, blockiert sind. Doch sieht er darin kein Problem. Wichtig ist ihm, dass auch ein etwas reduziertes Internet neugierig mache. Der Austausch mit Jugendlichen aus der ganzen Welt fördere das Selbstbewusstsein und fordere auch die eigene Kultur heraus. Viele fragen sich bereits, was ist gut an unserer Tradition? Was macht man in anderen Ländern vielleicht besser? Zum Beispiel, wie geht man dort mit dem Drogenproblem um? Seit es hier Internet gibt, haben wir kaum noch Drogenmissbrauch. Also keine Revolution, aber doch kleine, leise Veränderungen, die die über 90 Jahre alten Großeltern des Trainers nicht mehr mitbekommen. Der täglich zu Besuch kommende Enkel jedenfalls lässt sich nicht mehr von oben vorschreiben, auch von einem noch so dogmatischen Präsidenten, was er zu denken und was er zu tun habe. Die Kinder der Bauern wollen die Veränderungen selbst in die Hand nehmen. Während die Alten fatalistisch alles akzeptiert haben, wollen ihre Kinder verantwortlich mitentscheiden. Es gibt 2 Welten in Chaku. Doch die traditionelle, in der Frauen immer noch für 2 Euro am Tag Kartoffeln für die Aussaat schneiden, die wird kleiner. Von ihrem Sohn hört sie täglich, dass nicht alles teuflisch sein muss, was in den anderen Ländern so vor sich geht. Vor allem Mädchen und Frauen sind es, die im Iran die Hauptlast tragen müssen im täglichen Kampf ums Überleben. Für sie bringt weder die Atomenergie noch die Atombombe mehr Brot. Doch mögliche UN-Sanktionen würden nicht das Regime, das sie verursacht hat, bestrafen, sondern die kleinen Leute hier. Teheran ist weit weg. Was dort vor sich geht, hat die Leute bislang hier nicht besonders interessiert, weil das Leben und Essen hier sich ohnehin kaum verändert. Hier ist die Welt noch, wie sie immer war. Doch jetzt erfahren sie über ihre Kinder detailliert, was es sonst noch gibt in der Welt. Im Nebenraum des Hauses hat Shawad, der Bauernsohn, seit 1 Jahr einen eigenen Internetanschluss. Er studiert Englisch und kann sich zum Beispiel über das Programm der BBC unabhängig informieren. Auch darüber, welche Aktivitäten zum Beispiel der neue Papst entwickelt. Vor dem Internet hatte er überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt. Dann plötzlich steht dir fast die ganze Welt offen. Auch alle seine Freunde empfinden das wie eine Revolution. Nicht gegen die Regierung gerichtet, aber für sie selbst. Wir können jetzt unseren eigenen Weg finden. Dazu gehört, dass man sich umfassend über alles informiert, was ist gut, was passt überhaupt nicht, was könnte mein Leben befruchten. Ich kann mir jetzt selbst Druck machen.
Andere Autoritäten haben weniger Chancen. Die Mullahs werden das irgendwann zu spüren bekommen. In Shaku kommen kaum noch Kinder in die Koranschule. Niemand wendet sich offen gegen den Islam. Es ist eine stille Abkehr, wie im ganzen Land. Etwa ein Viertel aller Iraner und noch weniger der islamischen Jugendlichen befolgen religiöse Gebote wie den Fastenmonat Ramadan. Und zwei Drittel der iranischen Bevölkerung ist unter 25 Jahre alt. Schafe und Hirten wird es weitergeben in Shaku. Vom Internet können nicht viele leben. Aber der Zugang zur Welt, der ist den Kindern dieser Schäfer nicht mehr zu nehmen. Da kann das Mullah-Regime noch so blockieren und zu filtern versuchen, irgendein Weg wird sich immer finden. Draußen auf den Feldern